Heyo Leute, Kramix hier, was geht ab, ich bin Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Brawl Stars, Leute, zur dritten Episode der Road to Bro-Serie. Wir wollen krass werden in Brawl Stars, aktuell sind wir bei 425 Trophäen. Unser Ziel ist es natürlich, auf die 1000 Trophäen zu kommen. Ich kann hier noch irgendwelche neuen Ereignisse einsammeln, das machen wir jetzt gerade mal hier. Ey Leute, was ist das denn hier alles? Warte mal, ich sammle das hier mal gerade schnell alles ein. Leute, ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt hier in jeder Episode einen neuen Brawler probieren oder einen neuen Brawler freischalten. Megaschwein, was ist denn ein Megaschwein, nimm mit deinem Club, keine Ahnung was, Leute. Egon, okay, Leute, was schalte ich denn hier alles frei, ey, okay. So, und zwar, ich habe mir überlegt, ich möchte in jeder Episode einen neuen Brawler ausprobieren. Und ihr dürft mir immer in die Kommentare schreiben, welchen Brawler wir probieren sollen. Ich habe zum Beispiel ultra oft gelesen in der letzten Folge, was will der denn hier mit dem Club hier immer? Ich will in keinen Club. Und zwar habt ihr mir die ganze Zeit gesagt, ich soll unbedingt mal diesen Spike probieren. Also das habe ich super oft gelesen in den Kommentaren. Spike, Spike, alle wollen, dass ich Spike probiere. Ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, welchen Brawler wir als nächstes probieren sollen oder was euer Lieblingsbrawler ist, wenn ihr mir empfehlen würdet, sagen wir es mal so. Und ach hier, Spike, Leute. Guck mal, das ist sogar ein legendärer. Oha, 350 Trophäen, den können wir uns sogar noch leisten, Leute. Kauf, bestätigen und let's go! Woo! Okay, neuer Brawler. Okay, wir haben den legendären Spike freigeschalten. Sehr crazy. Okay, da sind wir auch durch mit dem Battle Pass oder Brawl Pass. So, komm, wisst ihr was? Dann, jetzt habe ich den gar nicht ausgerüstet. Spike, hier, zack, einmal auswählen. So, wisst ihr was? Ich werde den erstmal ausprobieren. Bevor ich hier mit dem jetzt in eine Runde reingehe und gar nicht weiß, wie hier irgendwas funktioniert. Einmal kurz ausprobieren. Trainingsplatz. Ich habe wirklich keinen Plan von diesem Brawler. Ich habe den auch noch nie wirklich spielen sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Vielleicht habt ihr mich auch geprankt, Leute, und der ist gar nicht gut. Okay, also der hat auf jeden Fall schon mal auf Distanz kann der gehen und der kann hier so seine Kugeln werfen. Okay. Okay, und die Kugeln fliegen aber relativ langsam. Was hat der hier für eine Ultimate? Wow, der kann aber übelst auf Distanz gehen. Bam, und kann so eine Kaktusbombe werfen. Ja, okay. Wow, okay, und die Kaktusbombe macht danach noch nachträglich Schaden. Okay, finde ich gar nicht mal so schlecht hier, Leute. Zack, 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 dann kriegen die da noch Schaden. Okay, ist cool. Ist eigentlich cool, Leute. Also ich glaube, der könnte was werden. Wisst ihr was? Wir werden den Spike probieren. Wir müssen ihn aber auf jeden Fall hier noch ein bisschen upgraden. Der ist total schwach noch aktuell. Wir müssen ihn erstmal hochleveln. Aber zum Hochleveln habe ich jetzt hier keine Sachen mehr. Okay, ich merke schon, ich brauche Juwelen. Ich merke schon, Leute. Warte mal, wir gehen erstmal direkt in den Shop rein. So, zack, in den Shop kriegen wir hier was gratis. Da steht, dass wir irgendwas gratis kriegen. Bei Gratis-Sachen bin ich doch immer dabei. Checkpot, gratis. Ja, nice. Super, vielen Dank. Boah, was gibt's denn hier noch für Skins im Shop? El Primo, Shiba, Nita, Drachen, Chessy. Okay, okay, wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt hier mal wieder ordentlich rein. Warum mache ich das schon wieder? Ich gebe jetzt hier schon wieder 100 Euro aus, Leute. Also, Leute, dafür will ich jetzt hier, dass ihr alle mal ein Like und ein Abo da lasst. So viel Geld, wie ich hier schon wieder ausgebe. So, 2000 Juwelen haben wir am Start. Oh mein Gott. So, Brawler, das ist aber auch wirklich teuer, die hier immer so zu upgraden. Ja, komm, ich zahl doch. Zack, einmal schön hier hochleveln, Spike. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir mit dem klarkommen. Ich hoffe, das war keine Geldverschwendung. So, Level 7. Okay, wir machen ihn direkt full, full Level. So, und zack. Oh mein Gott, ist das teuer, den voll zu upgraden. Was? Warte mal, wie viel haben wir noch? Alter, wir haben gerade 1500 Juwelen ausgegeben dafür. Okay, der ist jetzt auf maximaler Stufe, Leute. Der hat aber... Was? Der hat nur 4800 Leben? Oh mein Gott, der hat richtig wenig Leben. Selbst auf maximaler Stufe. Boah, was? Wie OP ist das denn? Oh, das ist ja voll OP. Man kann hier einmal mehrere Spikes auf einmal abschießen. Feuert drei Nadelwellen. Okay, das ist natürlich auch crazy, Leute. Oder hier, Spike lässt einen großen Kaktus mit 2000 Treffern aus dem Boden spießen und der Verbündeten Deckung gewährt. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Deckung für Verbündete. Wir spielen eh mal alleine, Leute. So, dann hier Tempo. Was machen wir hier für Upgrades? Boah, Leute, was nehmen wir hier für ein Extra? Ich weiß es nicht. In Büschen bin ich schneller. Ja, das bringt mir nichts. Mehr Schaden, wenn ich weniger Leben habe. Bin ich eigentlich nicht schlecht, Leute. Das nehme ich mal. So, zack. Wir machen ihn jetzt hier mal wirklich komplett voll mit Upgrades. Oh, dieser Schild, ne? Ist ja auch krass. So, jetzt haben wir hier noch den Schild. Und Hyperladung. Hyperladung kostet 5000... Oh Gott, die können wir uns nicht... Alter. Okay, die können wir uns nicht leisten. Und Leute, wir haben jetzt hier Spike einmal komplett ausgestattet. Okay, Leute, wir gehen jetzt in die Runde rein. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. 120 Euro habe ich jetzt in diesen Spike investiert, Leute. Ich hoffe, ihr habt mir keinen Müll hier empfohlen, Leute. So, zack. Oh, die Map hat... Oh, der macht halt geisteskrank viel Schaden. Also das ist halt wirklich so ein richtiger... Das ist ein richtiger Damage-Dealer. Wir halten halt wirklich nicht viel aus. Wir haben echt nicht viel Leben. Da müssen wir aufpassen. Wir sind kein Tank.
Wir sind sehr schnell down, aber wir machen halt auch die Gegner schnell down. Aber wenn wir den richtig spielen... Bam, zack, hier, ersten gedownt. Wichtig, sehr, sehr wichtig schon mal, ersten gedownt. Wir müssen halt erst uns ein paar Lootboxen sammeln. Das ist halt hier immer wichtig. Erstmal ein bisschen Leben hochpushen. So, hier, das sammeln wir auch nochmal auf jetzt. Zack, sind wir schon bei 6900 Leben. Okay, vier Brawler noch übrig. Da unten ist jemand. Oh, wir haben unsere Ultimate. Unsere Ultimate ist auch ready. Nein! Oh, ich habe meine Ultimate verschwendet. Perfekt. Perfekt. Jetzt habe ich meine Ultimate unnötig verschwendet. Das war nicht so schlau gewesen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der macht viel Schaden. Aber wir machen auch viel Schaden. Bam. Oh mein Gott, ist der weak. Aber ich bin auch weak, ich bin auch weak, ich bin auch weak, ich bin auch weak. Okay, aufladen, kurz aufladen, Leute. Kurz entspannen. Also wir wissen, der eine ist in der Mitte, aber wo ist der andere Brawler? Da müssen wir aufpassen, dass der uns jetzt hier nicht abfängt. Also ich muss sagen, oh nein, das ist El Primo. Oh mein Gott, El Primo strong. El Primo auch sehr strong im Nahkampf, müssen wir aufpassen. Okay, unsere Ultimate ist ready. Diesmal dürfen wir die nicht verschwenden. Diesmal dürfen wir die echt nicht verschwenden. Bam! Und Win, Leute. Erste Runde direkt Win. Okay, ich muss sagen, eure Empfehlung war gut, Leute. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut, eure Empfehlung. Spike, auch echt ein cooler Brawler. Wie gesagt, wir werden jetzt in jeder Folge einen weiteren Brawler ausprobieren, sodass wir irgendwann mal wirklich alle kennenlernen auch. Alter, Leute, strong. Der ist wirklich strong. Man muss bei dem wirklich einfach nur aufpassen, weil er sehr schnell down geht. Was mich jetzt hier aber mal noch interessiert, hat der irgendwelche coolen Skins hier. Skins ist zwar, braucht man nicht, aber... guck mal, wir können den hier pink machen, ist auch cool. Können wir noch machen, Robo-Spike, okay. Boah, was? Alter, so Silber, Iced-Out-Spike, Leute. Das ist einfach Iced-Out-Spike, was kostet das? Oha, was? Wie viel müssen wir dafür kaufen? Junge, wie teuer ist dieser Skin denn? Wie teuer sind denn diese Skins, Junge? Oh mein Gott, 10.000 Münzen. Das ist halt wirklich auch der teuerste Skin überhaupt, ey Leute. Den kaufe ich mir jetzt nicht. Da muss ich ja wieder 100 Euro kostet der Skin oder so. Wisst ihr was? Dann bleiben wir erstmal beim Basic normalen Skin. Wir gehen jetzt wieder in eine Runde rein. Und es geht los. Okay, okay. Zack, erstmal wieder schön. Er macht halt wirklich geisteskrank viel Schaden. Einfach mal so 2240 Schaden pro Hit. Also er ist schon stark. Also man muss sagen, vom Damage-mäßigen her ist der wirklich strong. Bam. 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 Wobei man aber sagen muss, Nita ist ja eigentlich genauso stark. Also Nita macht ja auch irgendwie so viel Schaden. Nita macht ja auch so viel Schaden und hat aber auch mehr Leben noch. Aber ich glaube hier, der kann so ein bisschen mehr auf Range gehen. Der kann mehr auf Distanz gehen. Guck mal, fast down hier schon. Emir fast down. Ja, mach mal deine Emotes, Junge. Zack, gehittet. Und jetzt Ultimate, Ultimate drauf und Ende, Digga. Ende hier, fertig mit dem. Zack, erster Kill ist da. Ich glaube wirklich von der Range her. Also guck mal, man hat halt wirklich eine Ultra-Range, um hier Leute anzugreifen. Das ist sehr nice. Oh, Showdown. Okay, wir sind schon wieder im Finale. Wir sind im Finale. Und da ist der... Oh nein, das ist Bo. Bo hat natürlich auch eine sehr kranke Range. Müssen wir aufpassen. Das kann jetzt ein sehr range-mäßiges Battle hier werden. Oh, 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 oh. Muss los, Bro. Muss los, Bro. Muss los, Bro. Muss los, Bro. Er mich gehittet, hat mich gehittet. Oh mein Gott, er hat auch ultra viel Leben. Ja, 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 ja. Down! Und oh mein Gott, er ist an den Kaktusstacheln. An den Kaktusstacheln haben wir ihn erwischt. Sehr, sehr nice. Okay, also zweiter Win. Ich muss sagen, bis jetzt wirklich eine absolut gute Empfehlung hier von euch gewesen. Also danke für den Tipp schon mal. Mit dem Spike komme ich auch gut klar hier. Ich vermisse die Stardrops. Ich vermisse hier wirklich die 100 Stardrops, Leute. Wir machen mal weiter. Vielleicht kriegen wir auch gleich mal wieder einen Stardrop. Wer weiß, mit etwas Glück... Wir können ja vielleicht sogar einen Skin noch gewinnen für den. Aus dem Stardrop. Ich glaube, noch so 2-3 Runden, dann kriegen wir nämlich auch wieder einen. Zack, zack und... Zack. Erstmal schön die Power-Ups holen. Das ist immer das Wichtigste. Oh, willst du Beef, hä? Willst du Beef, Colt? Oh mein Gott. Guck mal, die kriegen einen Hit und die sind eingeschüchtert. Die sind eingeschüchtert, weil die so viel Schaden kriegen. Und das Krasse ist, dass meine Kugeln ja dann wirklich nochmal so Spikes nach außen schießen immer. Also wir können ultra krass auf Range gehen. Einfach mal in die Richtung schießen und vielleicht treffen wir die noch. Oh mein Gott, er hat mich aber auch mies gehittet. Ich bin auch sehr low. Ich bin sehr low, Leute. Oh, er hat Schaden gekriegt durch meine Stacheln. Sehr, sehr low. Wir müssen aufpassen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Leben. Das ist der einzige Knackpunkt bei dem Skin. Oder bei dem Brawler, besser gesagt. Der hat halt leider super wenig Leben. Wir brauchen echt ein paar Power-Ups dafür. Ich muss gucken, dass ich irgendjemanden down mache.
Oh mein Gott, nein. Oh, Leute, was? Wie schlecht. Oh, das war schlecht, Leute. Das war gerade echt schlecht gewesen. Dass ich da einfach so draufgegangen bin. Ach, Mann, ey. Oh, wir kriegen Star-Drop. Ja, ich wusste, wir kriegen bald wieder einen. 3, 2, 1 und Pack-Up. Oh, es ist nur selten. Okay, es ist nur selten. Ja, wenigstens ein paar Powerpoints. Aber ich sehe schon noch... Da, Leute, ihr seht unten rechts da überspielen. Ah, nee, den haben wir gerade eingelöst. Schade, schade. Das war nichts. Ich dachte, wir kriegen gleich wieder einen. Egal, Leute. Komm. Wir brauchen jetzt nochmal einen schönen Win hier mit Spikey. Jetzt, ich war aber auch gerade... Ich muss aber auch dazu sagen, ich war gerade wirklich unkonzentriert gewesen. Ich muss hier auf Ding gehen. So, Nita. Nita, kannst vergessen. Hast dir hier meinen Power-Up geholt, bist selbst schuld. Gehört mir. So, der Power-Up gehört auch mir, den holen wir uns auch. So, du kannst direkt mal... Guck mal, die rennen weg, die haben wirklich Angst. Die sind eingeschüchtert, Leute. Die sind einfach eingeschüchtert. Wenn die von mir Schaden kriegen, da ist es erstmal vorbei bei denen. Ist da noch einer im Busch drin, oder was? Bin mir gerade nicht sicher. So, okay, okay, okay. Noch 4 Brawler sind im Game. 4 Brawler sind noch im Game, Leute. Ah, nochmal so ein schönes... Power-Up. Ich feiere das halt wirklich, auf welche Range wir gehen können. Guck mal. Oh, 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 oh. Wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott, der kriegt aber auch... Ich habe aber auch so dick Schaden gekriegt. Ich habe so dick Schaden gekriegt, Leute. Ich bin so weak. Ich bin so weak, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Finale. Finaler Battle hier. Okay, da versteckt er sich. Er hat auf jeden Fall mehr... Er hat 10.000 Leben, Bro. Er hat 10.000 Leben. Oh mein Gott, hat er viel Leben. Ich muss ihn nochmal hitten, dass meine Ultimate ready ist. Ja, meine Ultimate ist ready, stark. Bam! Let's go! Let's go! Richtig outplayed. Das war strong. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das war strong gewesen. Und darauf, Freunde, erstmal eine schön eisgekühlte Paulberger Limo. Ah, let's go! Nice, Leute, nice. Boah, guck mal, was wir hier wieder schön an Upgrades kriegen. Oh, schön Drohnen, sage ich schon. Was sage ich da? Trophäen? Hey Leute, ich kann nicht mehr reden. Drohnen. Wie komme ich denn auf Drohnen? Trophäen meine ich natürlich. So. Ein schönes Spray haben wir auch noch gekriegt. Was kann man denn eigentlich mit diesen Sprays machen? Da sehe ich noch gar nicht durch. Oh, was? Wir haben 2 zufällige Star-Drops freigeschalten. Ach, wieder nur super selten. Ey, bitte gönn doch mal. Powerpoints kommen noch einmal. Jetzt aber. Kann das nicht mal episch oder sowas werden? Bling Points. Ja, danke. Danke für nix. So. Komm, lasst uns jetzt noch gemeinsam auf 500 Trophäen heute gehen in der Episode. Dann war das hier echt sehr erfolgreich. Ihr habt mir einen guten Brawler empfohlen. Dann noch schön auf 500 Trophäen hoch. Wie gesagt, wir wollen auf 1000 gehen. Das ist das große Ziel. Zack, so wichtig. Erstmal hier gesaved. Hier ist nochmal Power Up. So, zack. 6500 Leben, das ist halt echt nicht viel. Nita hat, glaube ich, 8000, wenn man die Folge upgradet hat. Bam, down, wichtig. Die Spikes sind halt wirklich nice, Leute. Oh mein Gott, fast down. Fast down gemacht hier. Hier müssen wir eigentlich auch nochmal kurz mitmischen. Ja, das war nix gewesen, Bro. Oh mein Gott, schön viele Power-Ups. Sehr schön viele Power-Ups haben wir jetzt hier. Wie viel Leben haben wir? 8000 Leben. 8400 sogar. Frage ist nur, wo ist unser Gegner? Ach, da hinten ist er. Da hinten ist er doch. 11.800 Leben. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Ich heb's mir mal noch auf. Ich versuche den erstmal so leicht anzuschotten. Boah, wir haben 9.300 Leben, auch nicht schlecht. Komm, push. Wir pushen, Leute. Bam, down. Ey, die Stacheln, Leute. Die Stacheln sind so krass. Die Stacheln bei der Ultimate sind wirklich so heftig, Freunde. Let's go. Siegesserie. Okay, 14 kriegen wir wieder. Stark, stark, stark. So, komm. 484. Weiter geht's. Wir gehen rein. Noch 2 Wins, Leute. Noch 2 Wins, dann haben wir die 500 Trophäen. Willst du hier Ärger machen oder was? Ne? Willst du Ärger machen hier, Brock? Da bist du an der richtigen Adresse, um Ärger zu machen. Oh, guck mal, mit zwei Hits, wie krank wir ihm Schaden gedrückt haben. Na gut, er macht auch gut Schaden, aber
Er macht auch gut Schaden, aber mit zwei Hits war der schon fast down gewesen gerade. Jetzt. Oh mein Gott, nein. Ich habe meine Ult verschwendet. Ich habe leider meine Ultimate gerade verschwendet. Oh mein Gott, nein. Wir sind im Sandwich. Wir sind im Sandwich, Leute. Wichtig, Leute. Wichtig. Outplayed. Wichtig, Outplayed, Leute. Okay, es sind noch drei Brawler in der Runde. Beziehungsweise noch zwei Gegner. Meine Ultimate ist ready. Wenn ich jetzt taktisch spiele, hier vielleicht ein bisschen mitmischen. Zack, down. Showdown. Und ich glaube, der andere ist angeschwächt. Da müssen wir jetzt eigentlich direkt drauf. Guck mal, nicht mal die Ultimate gebraucht, Leute. Nicht mal die Ultimate gebraucht. Strong. Spike, wirklich. Könnte wirklich sehr, sehr guter Call von euch. Könnte echt sogar mein neuer Main werden hier. Ich komme wirklich gut mit dem klar. Oh, was? 499 Trophäen. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, komm, wir machen noch eine Runde. Dann sind wir nämlich auf 500 Trophäen und dann kriegen wir nämlich nochmal einen Star-Drop, Leute. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wie ist denn das eigentlich bei Brawl Stars, Leute? Ist umso mehr Trophäen ich habe, desto schwerer werden... Desto schwerer werden ja wahrscheinlich die Gegner, nehme ich jetzt mal an. Guck mal, jetzt. Und jetzt wegrennen. Das sind mir die Liebsten. Erst Stress machen und dann wegrennen. Oh mein Gott, nein. Nein, was? Okay, die hat mich hops genommen. Leute, man darf sich nie zu weit aus dem Fenster lehnen. Da bin ich gerade ein bisschen übermütig geworden, Leute. Ich geb's zu, das war unvorsichtig. So, erstmal schön Power-Ups holen. So. Oh. Boah, die Range ist halt gigantisch. Die Range ist wirklich gigantisch. Two-Hit weggefetzt. Abfahrt, Leute. Abfahrt. Ich werde auf Mitte gehen jetzt hier. Wir gehen mal ein bisschen auf Push-Modus. Wir mischen mit. Ultimate rein. Zack. Jetzt kriegen die alle Schaden, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir gerade 4 Kills in Folge oder so gemacht? Das war ja geisteskrank. Okay, jetzt erstmal ruhig. Oh mein Gott, das war ja geisteskrank, Leute. Was wir hier gerade gemacht haben, das war ja geisteskrank. Okay, es sind jetzt noch 2 Gegner drin. Wir wollen natürlich den Win holen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht im Sandwich landen. Zack, nächsten gedownt. Okay, wir machen halt wirklich diesen anders unfassbar kranken Schaden. Bam, und wieder. Also, ey, Leute, wir rasieren. Wir rasieren einfach zu heftig mit Spike. Bam, wir sind auf fetter Winstreak. Fette Winstreak, Leute. So, und wir kriegen nochmal einen schönen Star-Drop. Ey, komm, bitte, jetzt zum Ende. Nochmal zum Ende jetzt hier einen schönen Star-Drop. Leute, lasst jetzt hier schon mal ein Like und ein Abo da für mehr Brawl Stars. Es bleibt leider selten. Es bleibt leider bei selten. Schade, Leute. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Nächstes Mal geht's weiter. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Brawler wir jetzt nächstes probieren sollen. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crynix.